Hallo und willkommen zur Folge 45, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ich öffnete ein paar Amiibos. Kaufte mir ein paar antike Pfeile. Und dann ging es los, die letzten Quarks im Schloss Hyrule. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Thank you.
letzte Quark. Die Belohnung von Maronus. Der Weg durchs Schloss. Der Thronsaal. Damit das klar ist, ich tue das nicht für dich. Ich habe lediglich noch eine alte Rechnung mit Ganon auf. Das ist das letzte bisschen meiner Kraft. Du musst es schaffen. Dann los, Bruder! Ha! Mal sehen, wie dir das schmeckt, Ganon! Dann wollen wir es mal krachen lassen. Halte durch, Zelda. Gleich ist es durchgestanden.
Zorzas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden.
Zeit, entfesselt zu werden. Garnon. Vor Äonen geboren. Unzählige Male zerstört. Unzählige Male wiederbelebt. Die Fleischwerdung von Zorn und Hass. Sein Verlangen, wieder zurückzukehren, macht ihn rasend. Wenn es ihm gelingt, wird die Tragödie vor 100 Jahren harmlos sein. Dies ist der Bogen des Lichts, der das Böse vertreiben kann. Ich vertraue ihn dir an. Ich weiß nicht, wie viel deiner Kraft und deiner Erinnerungen du wiedererlangt hast. Ganons Hass umgibt ihn wie ein Panzer. In diesem Zustand dringt kein Angriff zu ihm durch. Ich werde diesen Hass zurückdrängen. Meine Kraft ist sehr gering. Du musst die leuchtenden Stellen treffen. Link, ich wünsche dir Glück. Zurück.
noch einmal zurück. Du musst bereit sein. Link, jetzt! Ganon wird immer schwächer. Schmerzen.
Ich habe alles miterlebt. Von Anfang an. Dein Schicksal. Dein Leiden. Dein Kampf. Und deshalb hatte ich Vertrauen. Ich war mir ganz sicher, du würdest die Verheerung Ganon zurückschlagen. Link, Held von Hyrule. Vielen Dank für alles. Erinnerst du dich? Weißt du noch, wer ich bin? Thank you.
Heute geht es weiter zum Dorf der Soras. Baruta bewegt sich nicht mehr. Ich muss herausfinden, warum. Der Pegel des Stausees macht mir auch Sorgen. Und abgesehen davon wollte Mifas Vater uns sehen. Wir sollten noch einmal mit ihm über seine Tochter sprechen. Die Verheerung haben wir zwar abgewendet, aber es gibt noch so viel zu tun. Und einige traurige Erinnerungen werden bestehen bleiben.
Eines steht fest. Die Einwohner dieses Reiches sind stark. Sie können ein Hyrule aufbauen, das schöner ist als jemals zuvor. Und deshalb muss ich tun, was ich kann. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Komm, lass uns gehen. Ich höre die Stimme des Schwertes nicht mehr. Meine Kraft. Vielleicht ist sie durch die 100-jährige Versiegelung verkümmert. Aber was soll's? Ich brauche sie nicht mehr. Nehmen 97,63% ist okay.